Hallo zusammen, dann lass uns direkt durchstarten mit den News für heute. Einige westliche Länder wollen jetzt Palästina auch als eigenständigen Staat anerkennen. 146 von 193 UN-Nationen tun dies bereits. Die meisten Staaten Nordamerikas, Westeuropas und Australien sind da noch nicht mit dabei. Nun haben sich Spanien, Irland und Norwegen dazu entschlossen, dies doch zu tun. Das kann man als deutliche Kritik an dem Verhalten von Israel in dem Krieg angesehen werden. Als nächstes gucken wir auf die Europawahl, und zwar ziehen sich jetzt Krah und Büstron offiziell als AfD-Spitzenkandidaten vom Wahlkampf zurück. Sie können leider nicht mehr zurücktreten, dafür ist es zeitlich schon ein wenig zu spät. Aber wegen den Vorfällen, die passiert sind und auch den Ausschluss aus der rechten Fraktion aus der EU, wurde der Druck jetzt immer größer. Es wird jetzt auch öffentlich davon ausgegangen oder Druck gemacht sozusagen, dass Krah dann das Mandat nicht annehmen soll, sollte er gewählt werden. Dann gucken wir Richtung IT und Forschung. Und zwar wird die Stahlproduktion jetzt sauberer. Es war bisher eine der dreckigsten Industrien gewesen. Ungefähr 7 bis 9% der menschlich verursachten Treibhausgase resultierten aus dieser Industrie. Boston Metal hat jetzt ein neues Verfahren entdeckt, was mit Strom funktioniert. Ein elektrochemischer Prozess dient jetzt zur Herstellung und als Nebenprodukt ist nur Sauerstoff vorhanden. Humane AI sucht jetzt einen Käufer. Nachdem der PIN dann released wurde und dann doch eher enttäuscht hat, suchen die jetzt einen Käufer für das Unternehmen. 2023, also noch vor dem großen Launch, wurde das Unternehmen auf 850 Millionen Dollar geschätzt. Sie wollen 750 Millionen bis 1 Milliarde haben. Ob sie jemanden finden, bleibt natürlich noch fraglich. Schauen wir nach Microsofts neues KI-Feature Recall, wovon ich auch schon berichtet habe. Und zwar wurde jetzt veröffentlicht, wie das Ganze funktioniert. Und zwar macht es alle paar Sekunden einen Screenshot von dem Bildschirm. Das Ganze wird dann durch eine KI quasi indexiert, sodass man das dann durchschauen kann. Das soll zwar alles nur lokal gespeichert werden und auch verschlüsselt mit BitLocker, aber die Sicherheits- und Privacy-Bedenken sind natürlich immens. Sollte dann doch mal irgendjemand Zugriff auf den Rechner haben, hätte er dann auch Zugriff auf alles andere, was dann irgendwie mal mitfotografiert wurde. Als letztes gucken wir dann nochmal zu OpenAI, und zwar haben die den nächsten Partnerschaft mit einem Verlag eingegangen. Diesmal ist es News Corp, da sind unter anderem The Times mit vorhanden.